Eigentlich immer recht gleich. Ich hab einen Ferienrhythmus, da ich ja in der Schule arbeite. Das heißt, da kann ich ausschlafen. Und sonst ist es morgens um 6 hoch und abends um 11, 12 in der Woche schlafen. Oh, da gibt das ganz wenig, ganz wenig. Das ist schwer. Jugendsünde? Wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Ich finde das ja auch blöd, aber so eine richtige Jugendsünde, da wird mir bestimmt irgendwas einfallen. Aber das wären alles so, ja, weiß nicht, nichts Schlimmes. Individualität, ja, ist sehr wichtig, gerade auf YouTube. Du musst dich von den anderen abheben. Und wenn du das nicht machst, wenn du nicht anders bist als die anderen, du musst halt einen eigenen Charakter haben, den die Leute sich merken. Und so schaffst du das nur, dass du da was erreichen kannst. Traum. Oh, interessant. Traum. Traum ist für mich sowas wie gesund bleiben, Freunde haben. Ja, sowas ist für mich ein Traum, wo ich denke, das möchte ich gerne mal erreichen. Oder erreichen oder halten. Lieblingszitat. Oh, wie kriege ich das jetzt noch zusammen? Ich habe ein Lieblingszitat. Das schreibe ich aber immer nur auf. Also das Zitat ist von Klaus Kinski. Man kennt ihn, glaube ich, noch. Und der hat mal gesagt, mein Gebet gilt... Oder ich bete nicht an einen Gott, mein Gebet gilt der Liebe, dem Universum und der Menschheit. Irgendwie sowas. Das hat er viel schöner ausgedrückt, als ich das jetzt gesagt habe. Aber da muss man mal googeln. Ein ganz, ganz tolles Zitat. Community. Oh ja, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Einmal die Community untereinander von den YouTubern halt. Und einmal die Community, also die Leute, die jetzt hier sind. Wir sind jetzt hier auf dem Video-Day. Und es ist ganz toll, die mal zu treffen. Also man sieht die ja sonst nicht. Man sieht immer nur Kommentare und weiß nicht, wer so dahinter steckt. Pflichten? Oh, Pflichten. Ja, YouTube ist für mich ja eine Art Hobby und doch irgendwo eine Art Pflicht geworden. Ich weiß immer noch nicht, wo ich das einordnen soll. Ich habe ja einen richtigen Job. Der ist auf jeden Fall Pflicht, weil ich da fest angestellt bin, sag ich mal. YouTube ist ein Hobby. Aber irgendwo sehe ich es doch schon als meine Pflicht, auch weiterzumachen. Also das ist ganz, ganz komisch.